ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich meine Bastelmaterialien sortieren und dabei ein paar Fragen beantworten. Viel Spaß! Ich werde jetzt mit den Sortieren anfangen und ich habe hier erstmal eine Kiste. Und in dieser Kiste sind alle Sachen, die ich selbst gebastelt habe. Ja, und ich werde, weil die ist langsam echt voll und ich kann nichts da drin mehr finden, was ich irgendwie suche. Deshalb werde ich jetzt in drei Stapeln sortieren. Behalten, wegschmeißen oder verbessern. Ja, und das mache ich jetzt. Was ist deine Lieblingsfigur? Und das ist eigentlich ganz einfach. Meine Lieblingsfigur ist diese hier. Ich würde mich über ein Bastelvideo freuen. Ein Bastelvideo kommt auf jeden Fall wieder, nächste Woche aber kommt Sewing Stories und ich möchte auch ein paar Geschichten wieder machen. Aber Bastelvideos mache ich auf jeden Fall weiter. Wie alt bist du? Ich bin 14, aber werde diesen Monat schon 15 und ich möchte dieses Jahr auch für meinen Geburtstag einen Livestream machen. Ich weiß noch nicht, ob das passiert, ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Jetzt bin ich damit fertig und leider hat es nicht so viel geändert. Die Kiste ist immer noch super voll, aber ich glaube, ich habe so viel aussortiert, wie ich im Moment konnte. Als nächstes werde ich aussortieren, was in diese drei Boxen drin ist, denn innen drin herrscht es wirklich totales Chaos. Aber wirklich, wenn ich Chaos meine, meine ich Chaos. Das braucht dringend ein bisschen sortieren und das werde ich jetzt machen. Könnt ihr mich bitte mal in einem Video grüßen? Und natürlich liebe Grüße, Leonie. Was sind deine Lieblingskanäle? Mein Lieblings-Playmobil-Kanal ist bestimmt Geschichten aus Schöner Garten. Und mein Lieblingskanal, der nicht Playmobil ist, ist ein französischer Kanal, der in Frankreich sehr bekannt ist. Der heißt Cyprien und der ist richtig witzig. Ich möchte ein Schulvideo von Kira sehen oder auch ein Bastelvideo. Also wie gesagt, Bastelvideos kommen auf jeden Fall und ich habe auch gesagt, dass Geschichten wiederkommen und Schulgeschichten von Kira sind auf jeden Fall dabei. Aber ich liebe deine Videos, deswegen ist es mir egal. Vielen Dank, das finde ich sehr nett von dir. Okay, ich bin jetzt fertig. Ich habe hier alles schön in so Tüten eingepackt und hier habe ich alles sortiert. Ah, die müssen hier rein. Ich habe irgendwie super viele Holzstiele, aber die benutze ich auch super oft, also warum nicht? Und schaut mal, wie die Kiste von innen aussieht. Hier ist noch das. Ja, also, ja, das kann man nicht gerade sauber nennen. Also ich werde das ausschütteln und dann werde ich alles wieder sauber reintun. Was ist mein Lieblingsoutfit? Aber das kann ich euch leider nicht sagen, weil mein Lieblingsoutfit ist das nächste Kleid für die nächste Folge von Sewing Stories. Ich habe die zwei Kleider schon gemacht und ich arbeite gerade an dem Skript. Und eins von meinen Lieblingskleider ist halt eins von denen und deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Sonst spoilere ich euch das. Ich kann euch aber auf jeden Fall sagen, dass die nächste Sewing Stories Folge super wird. Die Kleider sind super schön und ich habe super tolle Dinge vorbereitet. Also ihr könnt euch auf nächste Woches Video freuen. Ich möchte eine Schulgeschichte haben. Weil es schon zwei Leute gesagt haben, werde ich das auf jeden Fall auf meine Videoideenliste schreiben und hoffentlich kommt bald eine Schulgeschichte. Bastelst du lieber Kleider oder was anderes? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, aber ich glaube, ich sage trotzdem Kleider, weil das oft einfacher ist und ich mag mehr ins Detail gehen. Mit Kleider kann man halt ganz toll ins Detail gehen. Aber auf jeden Fall, viele liebe Grüße gehen raus an Feline. Ich bin jetzt... Für heute habe ich leider keine Fragen mehr. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, obwohl das vielleicht ein bisschen kürzer war und nicht so gute Qualität wie sonst. Es tut mir leid, aber wie gesagt, dafür kommt nächste Woche Sewing Stories und nächsten Mittwoch kommt auch wieder ein Shorts. Ihr habt gemerkt, letzten Mittwoch gab es auch ein Shorts. Ich werde jetzt versuchen, mehr Shorts zu machen. Vielleicht jeden Mittwoch. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, aber mal sehen. Aber wenn euch das Video gefällt, abonniert gerne meinen Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Bei Instagram heiße ich übrigens Familie_Freundorfer. Unter meinem Bett
ist diese Schublade und ja, ich glaube, ihr seht, was ich meinte, als ich Chaos gesagt habe. Aber jetzt habe ich angefangen mit dem Sortieren und jetzt muss ich auch nur noch das sortieren und dann bin ich auch fertig. Also, los geht's! Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, meinen Kanal zu abonnieren und schaut auch gerne bei mir auf Instagram vorbei, bei Familie_Freundafar. Tschüss, bis zum nächsten Mal!